Hallo und willkommen, ihr Lieben. Wir spielen eine Runde Minecraft Hunger Games. Und ich würde sagen, wir nehmen uns gleich mal das Schwein mit, was super gut funktioniert. Ich glaube, wir stehen alle nur so just for fun rum. Wow. Hat gut geklappt. Wir sind bestimmt alle erstmal auf das Schwein losgegangen. So, mein Plan ist, erstmal die Schweine da drüben töten, wenn da nicht jemand anders mir zuvorkommt. Ich würde sagen, das machen wir hier mit. So, haben wir schon einmal Nahrung. Das ist doch schon mal was. Wasser rum Eier am Anfang ist auch besonders gut. Hier ist nichts. Ich glaube, vorhin das Fleisch haben wir auch nicht mitgenommen. Super. Es läuft. Nehmen wir mal gar nicht. Oh, was wird's denn? Willst du denn mal bitte ein bisschen rennen? Ich weiß, da gibt's so eine tolle Taste, da sprintet der auch automatisch und man muss nicht Doppel W drücken. Aber ich bin halt noch oldschool. Okay, wir haben erstmal ein bisschen Nahrung. Das ist doch schon mal geil, ne? Und da ist ein bisschen Kohle. So. Ich glaube, Stein ist sogar noch wichtiger als Kohle, ne? Um erstmal ein Schwert zu craften. So, ich habe noch kein Holz. Auch gut. Es läuft. So. Da ist schon wieder irgendjemand gestorben, auch wenn ich das noch nicht check. Warum? So, jetzt haben wir Holz. Na. Gut, machen wir erstmal hier draus das und dann das und dann das und dann das. So, das ist schon mal praktisch. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns gleich noch ein bisschen Stein mit und töten uns erstmal die Schweinchen, die hier sind. So, davon kann man nie genug haben. Ich wollte eine Spitzhacke. So. Okay, haben wir das auch. Würde ich sagen, weiter geht's. Ein Säppling. Hä, hier war die ganze Zeit ein Schwein. Das hat mir die ganze Zeit ins Ohr gegrunzt. Das sind Hühnchen. Wow. Runde oder nicht runde? Runde, aber vielleicht nicht gerade hier, ne? Vielleicht lieber hiermit. Okay. Da ist auch schon jemand. Er hat bestimmt schon Eisen. Ey, jetzt bin ich gleich wieder tot. Dabei habe ich diesmal Eisen, Mann! Zeit ist um. Wo ist der Typ? Weg. Cool. Wie ich das liebe. Am liebsten werde ich ja jetzt wieder hoch, muss ich ehrlich sagen. Na komm. Bin doch nicht blöd. Wenn ich ja den Namen lesen könnte, würde ich ja mal fragen, ob Team. Aber ich kann den Namen nicht lesen. Es ist ein Skelett. Der hat bestimmt gleich ein Dings, warum ist hier? Momentan lässt er mich ja noch im Frieden, aber es wird vermutlich nicht lange anhalten, ne? Leider Gottes Namen.
So. Wusste ich doch. Auch wenn ich nicht sehe, aus welcher Richtung, ne? Ach so, alles klar. Hallo, ich bin gleich tot durch ein Skelett. Oh. Oh, wieso braucht denn das so lange? Auch von da, ja. Ein bisschen Erde zum Zubauen. Aber ich glaube, das wird nicht viel bringen hier, ne? Erstmal muss ich was essen. So. Und hier sind vier. Alles klar, da können wir uns jetzt erstmal sowas machen. Würde ich sagen. Das ist vielleicht vom Vorteil. So, mach mal das noch weg. Also, was ich nicht verstehe, warum der Typ da drüben mich noch nicht angegriffen hat. Aber das wird bestimmt noch früh genug kommen. Wo ist denn mein Eisen? So, jetzt habe ich 5. Kann ich davon schon was machen? Kohle ist hier. Das könnte ich auch noch mal reinschmeißen. So ein bisschen. Erstmal nur so ein bisschen. Hier das da rein. So, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins brauche ich noch. Haben wir schon mal das, ne? Gut. An. Okay, wie viel Eisen habe ich denn da jetzt noch drin? Da ist noch ein bisschen was drin. Da könnte man sich dann vielleicht noch was draus basteln. Da oben ist auch noch mal Eisen. Machen wir uns das erstmal ab. So, jetzt kommt der Matthias rein, da bin ich noch angespannter. Zuschauer machen mich noch was nervöser. Er geht gleich wieder. Eigentlich könnte ich ja noch einen Ofen daneben stellen und noch braten. Aber ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Oh, ich höre schon wieder ein Skelett. Das ist doch zum Kotzen. So, da können wir uns erstmal ein paar Stiefel machen. Oh, ich höre es immer näher kommen. Es kommt bestimmt wieder von da oben. Na gut, dass der Monitor so dunkel ist, dass man überhaupt nichts sieht. So. Naja, es sieht schon mal nicht schlecht aus. Sagen wir es mal so, ne? Wir könnten uns hier noch ein paar Schweinchen snacken, dass wir Fleisch haben. Weil Fleisch ist eigentlich immer gut. Jetzt Schuhe haben wir schon. Uns fehlt noch eine Hose und eine Mütze. Wie sieht's aus? Kohletechnisch? Das reicht auf jeden Fall noch. Eins, zwei. Ich glaube, einen Hut können wir uns noch machen. Und das war's dann auch, ne? So. Okay. Haben wir das. Nehmen wir das mit und den Ofen. Okay, da haben wir schon mal was, ne? Eine Grundausstattung ist schon mal vorhanden, würde ich sagen. Das Skelett steht ja immer noch rum. Ich glaube, das werde ich jetzt mal wegnutzen. Weil vielleicht gibt es ja einen Bogen. Das ist zu weit weg, ne? Scheiße. Oh, jetzt werde ich noch ans Skelett sterben. Ich sehe schon kommen. Los! Ey, das ist übel Sniper, das Vieh! Es ist doof. Jetzt. Jo. Und. Toll, Pfeile. Okay, wir haben wieder Nahrung verloren. Da hinten ist nur Kohle, so wie es aussieht. Wir gehen aber trotzdem mal lunzen. Weil wir müssen ja auch irgendwie wieder hochkommen. Da ist nochmal ein bisschen Eisen. Da komme ich jetzt so nicht hoch. So. Jetzt halt die Frage, ich würde sagen, wir bleiben hier dann erstmal stehen, weil mit Pfeil und Bogen kann es dann hier oben erstmal keiner was großartig. Wie viel haben wir denn dann jetzt? 6. Kann man uns daraus eine Hose machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, da würde uns noch eins fehlen und wir haben auch keins mehr so auf Hand. Nee. Also ein Eisen bräuchte man noch, um uns jetzt noch eine Dings zu machen. Eine Hose. Aber ich glaube, wir sind erstmal ganz gut ausgestattet, so. Also, der hätte uns jetzt schlimmer treffen können.
Ich glaube, wir nehmen uns noch die Schweinchen mit, die da vorne rumrennen. Ja, auf jeden Fall. Und dann denke ich so, überlege ich, ob ich da unten nochmal reingehe, um nochmal zu gucken, ob ich noch was finde. Aber ich weiß halt nicht so richtig. Weil ich und Höhlen sind halt nicht die besten Freunde. Und vor allem ist hier ekliges Wasser. Oh, jetzt wird es zwar auch noch so dunkel, ja. Das ist auch cool. Ah, klar. So. Da oben ist ein Huhn und ein Dings. Ich glaube, wir machen uns dann jetzt erstmal ein Loch und bleiben dort die Nacht über, oder? Aber vielleicht nicht gerade hier. So in der Höhe. Die können wir hier gleich davor wieder setzen. Es ist einmal gleich dunkel. So. Jetzt können wir mal gucken, ob wir ein paar Fackeln noch hinkriegen, dass wir wenigstens etwas sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welcher Richtung ich komme. Das Bingo. Da können wir erstmal lang. Okay, jetzt baue ich mir hier mal einen Ofen hin. Okay, da gibt es erstmal Schmack auf Hart. Ich denke ja mal kaum, dass wir hier jetzt noch einen Eisenbahn finden werden. Also wir sehen jetzt nicht schlecht ausgerüstet, was eben geil wäre, so ein Zaubertisch oder so.